Tag 6 unseres Projekts in 30 Tagen zur Trading-Strategie. Ich bin jetzt überraschend schnell sozusagen mit Riesenschritten vorangekommen, sodass ich eigentlich nach 6 Tagen schon davor stehe, mit Echtgeld loszulegen, auszuprobieren, was wir herausgefunden haben, warum das so schnell ging und wie die nächsten Schritte aussehen, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß damit und viel Erfolg beim Traden. Herzlich willkommen, Freunde des spannenden Tradings, zu Tag 4 bis 6 meiner Challenge in 30 Tagen zur Trading-Strategie. Ja, ich sage gleich mal vielen Dank dafür, dass ihr euren Feierabend so zahlreich mit mir verbringen wollt. Ich hoffe, ich kann euch diese wertvolle Zeit vergelten mit Inhalten, die euch interessieren und ein Stückchen voranbringen sollen, auf dem Weg, ein erfolgreicher Trader zu werden. Diesmal ausnahmsweise 19 statt 18 Uhr. Möchte mich entschuldigen für den Fehler Webinar-Guide. Wer diesbezüglich schon früher eingetroffen ist, beziehungsweise wieder früher gehen musste, für den gibt es ja in ein bis zwei Tagen wieder die Aufzeichnung in unserem YouTube-Kanal. Wie der Untertitel auf dieser Folie verrät, bin ich schon einen Riesensatz vorangekommen seit letztem Mal. Um ehrlich zu sein, auch viel schneller, als ich das selbst erwartet hätte. Aber hey, ich bin jetzt niemanden, der, wie sagt man so schön, der kostenlosen Kuchen verschmäht. Oder wie das Sprichwort ging. Bevor wir zu diesen angenehmen Testergebnissen kommen, nochmal Entschuldigung für die etwas längere Wartezeit. Das letzte Webinar dieser Serie ist jetzt doch schon ein paar Wochen her. Aufgehalten haben mich einige neue Features unseres Brokervergleichs. Brokerdeal.de, wo wir jetzt neben Brokern auch Trading Services vergleichen wie Börsenbriefe und Coaches, sowie Junior Nummer 2, der auch viel Aufmerksamkeit bedarf, und das stand jetzt eben auf der Prioritätenliste mal ganz oben. Jetzt habe ich aber endlich wieder etwas Luft bekommen und freue mich sowohl auf die heutige Ausgabe als auch vor allem auf die nächsten Teile, die jetzt wieder in viel kürzeren Abständen folgen. Beziehungsweise überlege ich mir eigentlich zurzeit auch schon, wie wir am besten außerhalb der Webinare kommunizieren können. Dabei gehe ich auch gerne auf eure Wünsche ein. Der ein oder andere ist vielleicht das erste Mal dabei heute, steigt heute in diese Serie ein. Daher kurz zum Ziel dieser Webinarserie. Ich möchte euch zeigen, wie man von einer Idee zur fertigen und, wenn alles läuft wie geplant, natürlich auch möglichst erfolgreichen Trading-Strategie gelangt. Die fertige Strategie an sich ist dabei gar nicht mein erklärtes Ziel, sondern viel wichtiger ist der Weg dahin. Ich möchte euch also nicht nur die fertigen Diamanten auf dem Präsentierteller servieren, sondern wie viel Kohle, Zeit und Druck notwendig ist, um diese zu erschaffen. Wer schon mal Systeme versucht hat zu erarbeiten oder backzutesten oder vorhandene Strategien zu verbessern, der weiß, dass jede Regel, jede kleine Verbesserung, die man findet und die einen voranbringt oder voranbringen könnte, stehen mindestens 10 Fehlschläge gegenüber. Wenn nur interessiert, was nach diesen 30 Tagen herauskommt, der muss sich sicher noch etwas länger gedulden, denn meine Absicht ist nie, jemanden eine Blackbox oder ein fertiges System nur zum Nachhandeln zu präsentieren, sondern ihm zu zeigen, wie man es machen kann, um euch Anregungen für eigene Trading-Methoden zu geben und im Idealfall natürlich auch dabei zu helfen, diverse Fehler und Klippen zu umschiffen, zu vermeiden. Was wir heute durchkauen bzw. auch schon durchgenommen haben und künftig durchnehmen werden, wird am Ende dann auch in einem wohl sehr umfangreichen Artikel münden, beziehungsweise vielleicht sogar in einem kleinen E-Book, damit ganz einfach nichts verloren geht, was wir hier diskutieren. Schließlich sind gerade einige Fragestellungen von euch Zuhörern immer wieder sehr erhellend, führen zu spannenden Diskussionen und auch zu unerwarteten neuen Ideen und Ergebnissen, die dann einfließen in die nächsten Tage dieser Strategiearbeitung. Heute müssten wir eigentlich ziemlich zügig durch sein. Ich rechne maximal mit einer Stunde Dauer,
da ich eigentlich nur noch kurz einmal das bisherige Backtesting skizzieren werde und dann schon einen Ausblick auf das geplante Echtgeldtrading geben werde. Und dann heißt es jeden Tag traden, 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 beobachten, auswerten und hoffentlich sinnvolle Rückschlüsse zu ziehen für das Feintuning. Einen Termin für das nächste Webinar habe ich jetzt deshalb noch nicht, weil ich jetzt nicht weiß, wie rasch mir neue Erkenntnisse in den Schoß fallen werden oder eben auch nicht. Aber ich denke, so nach 14 Tagen kann man bereits wieder Tendenzen erkennen. Was ich dabei konkret vorhabe, gehen wir gleich in Kürze durch. Sie verpassen aber auf jeden Fall nichts, denn wer hier heute dabei ist oder angemeldet schon mal war, erhält automatisch wieder eine Einladung zum nächsten Webinar. Mein Name für alle, die mich noch nicht kennen sollten, ist Michael Hinterleitner. Ich bin aus Österreich und trade seit ich 16 bin. Bin ein großer Freund von CFDs und deren einfache Handhabung und bin Mitgründer von ProcoDeal.de. Muss eigentlich jeder Trader kennen. Ist eine Art Stiftung Warentest für Broker mittels Echtgeldtests, die wir durchführen und dank des Kundenfeedbacks echter Trader objektiv und sehr wertvolle Informationen. Und vor allem gehen wir jetzt mit unseren mittlerweile mehr als 2700 Mitgliedern auf gute Broker zu und holen dafür Mitglieder bis zu 36%, bis zu 40% bessere Konditionen heraus. Natürlich ohne Nachteile gegenüber einer direkten Kontoöffnung. Wer es noch nicht kennen sollte, ich stelle mal kurz den Link dazu in den Chat ein. Bei Fragen einfach fragen. Wie immer wird dieses Webinar aufgezeichnet und landet dann in 1 bis 2 Tagen in unserem YouTube-Kanal. Auch diesen Link knalle ich gerade in den Chat rein. Da sind auch Tag 1 bis 3, hier sehen Sie Tag 3, 2, 1 schon online. Für alle, die neu sind oder später einfach noch nachholen wollen, wie alles begann, was die ersten Schritte waren, fallen für mich dann auch am Ende dieser 30 Tage sicher ganz spannend zu sehen, welche Irrwege anfangs gegangen wurden, bis man dann zu einer hoffentlich möglichst großen Erleuchtung gelangte. Ja, bevor ich es vergesse, stelle ich auch gleich noch den Link zum Artikel ein, wo dann alles gesammelt aufscheinen soll. Dort werden sowohl die Aufzeichnungen landen hier der einzelnen Tage, als auch im Laufe der Zeit wird das Wichtigste schriftlich festgehalten. Die ein oder anderen Fragen tauchen immer auch erst im Nachhinein auf oder beziehungsweise stellt ihr bitte gerne jederzeit im Chat. Wenn es passt, dann beantworte ich die natürlich gleich. Wenn ich diese gerade nicht beantworten kann, oder ihr mich eben später erreichen wollt. Meine E-Mail-Adresse ist hinterleitner@prokadil.de. Ist auch im Chat zu sehen. Oder ja, schließt euch unser Facebook und Guidance an. Eine wahre Flut von Links jetzt im Chat zu sehen. Ja, also da versuchen wir regelmäßig mit ganz konkreten Tipps, Broker-Tests und Infos rund um Forex-Handel, CFD-Handel und Co. zu dienen. Die Quintessenz, sozusagen, aus der dieses jetzige Projekt entsprungen ist ganz einfach die, dass ich für mich primär nach besseren Trading-Ergebnissen suche. Einige von euch kennen wahrscheinlich oder ziemlich sicher mein Swing Trading für Berufstätige, freie Schnauze. Dabei handle ich die 30 deutschen und 40 französischen Blue Chip Aktien im Tageschart mit maximal 4 Tagen Haltedauer. Wen das interessiert, den habe ich auch noch einen Link zum Grundlagenartikel dieser Strategie. Diese Strategie fahre ich jetzt nun schon seit einigen Jahren. Hat mir sehr schöne Zeiten beschert, speziell 2015 war ein großartiges Jahr, aber es sind auch immer wieder negative Monate dabei oder besser gesagt sogar 2 bis 3 Monate in Folge im Drawdown dabei. Das zehrt natürlich an den Nerven und da war es mal wieder Zeit,
an den Schrauben zu drehen. Ich habe es hier mal auf dieser Folie kurz gegenübergestellt, wie ich aktuell handle und wo ich nach diesen 30 Entwicklungstagen stehen möchte. Ja, das ganz große Manko, warum ich überhaupt wieder an neuen Ideen schraube, ist der Entry dieser Swing Trading Strategie. Da habe ich zwar ein grobes Regelwerk, das viele von euch auch kennen werden, aber bei Vorliegen mehrerer Signale an einem Tag, wo ich mich dann für ein Signal entscheiden muss, entscheide ich mich letztlich diskretionär nach Gefühl, ich suche mir einfach das Sympathischste aus und darin liegt eben der Hund begraben. Das ist, ja, diese Auswahl beruht auf Erfahrung, auf Bauchgefühl und sorgt regelmäßig dafür, erstens, dass ich mir den Hintern beiße im Nachhinein, warum ich nicht das Signal B genommen habe statt Signal A und zweitens, dass die Leser, die Mitreder, wo wir uns im Forum fast täglich austauschen darüber, nie immer die gleichen Signale sehen. Das für mich wichtigste Ziel war also bei diesem neuen Feintuning, bei diesem neuen Backtesting, ich will ein Regelwerk für den Einstieg, bei dem ich auch im Nachhinein jeden Trade ganz genau wieder genauso eingehen würde. Dann kann man mit gutem Gewissen schlafen, mit gutem Gewissen sich selbst gegenüber rechtfertigen, warum man tat, was man tat und kann sich entspannt dem Feintuning, den Exits etc. widmen. Für den Ausstieg habe ich auch bisher schon sehr starre Regeln. Das ist ein Stopp basierend auf der 0,6-fachen Volatilität der letzten 10 Tage. Und das Kursziel liegt dreimal so weit weg. Und dazu kommt noch ein Zeitstopp. Also nach 4 Tagen wird der Trade auf jeden Fall beendet. Dazwischen mache ich bisher gar nichts. Kein Nachziehen von Stops, keine Gewinnmitnahmen, keine Break-Even-Stops. Das ist die bisherige Strategie und der neue Fokus. Der neue Fokus, vor allem was den Einstieg angeht, soll auf dem Chance-Risiko-Verhältnis liegen. Das heißt, wenn wieder mehrere Signale an einem Tag vorliegen, nehme ich einfach das vielversprechendste, das logisch-objektiv vielversprechendste. Dazu greife ich dann wieder auf charttechnische Stops und Kursziele zurück, also Widerstände, Unterstützungen, Trendlinien, markante Hochs und Tiefs. Sozusagen möchte ich also wieder mehr zum Charttechniker werden als bisher. Ob das besser funktioniert, als die Grundlage der Volatilität heranzunehmen für die Exits, das muss ich erst noch zeigen. Aber der jetzt erste hinter mir liegende ausführlichere Backtest bzw. Performance-Vergleich sieht da schon sehr, sehr gut aus. Ich habe jetzt vorläufig mal Januar bis März 2016 diesen Jahres, also 2016 miteinander verglichen. Einmal die Ausgangslage, mein Swing Trading für Berufstätige, bezogen allerdings nur auf DAX 30 Aktien. Und dann bin ich ja nach einigem Hin- und Herprobieren, dabei gehen auch gleich wieder ein, 2 Tage drauf, einfach dabei gelandet, anstatt das sympathischste Signal zu wählen, jenes zu wählen, welches das größte Chance-Risiko-Verhältnis vorweist. Und auch noch dazu ganz wichtig, ein CRV, also ein Chance-Risiko-Verhältnis von mindestens 2 ist Voraussetzung, um überhaupt einen Trade zu wagen. Also auch wenn nur ein Signal am Tag vorliegt, hat dieses einen CRV von weniger als 2, dann wird der Trade gar nicht eingegangen. Das war mal die Ausgangsidee, auf die ich mich in den letzten 3 Tagen gestürzt habe. Davon habe ich mir jetzt noch nicht gleich Wunder erwartet, sondern habe eigentlich eher damit gerechnet, dass dieser erste, ja, umfangreichere Test zu neuen Erkenntnissen führt, zu Sackgassen, ein paar Sackgassen aufzeigt, mit denen ich dann wiederum neue Backtestings durchführen kann oder muss, welche mich dann wiederum ein paar Schritte vorwärts bringt und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, wenn nach nur 3 getesteten Monaten die Verbesserung, also die Verbesserung bereits so enorm ist, so gravierend ist, wie ihr auf dieser Folie seht, dann bin ich sehr, sehr optimistisch, in den geplanten nur 30 Tagen bereits was Brauchbares auf den Tisch legen zu können für euch. Die linke Grafik, die ihr hier seht, sind meine von Januar bis März diesen Jahres teils real gemachten und auch im Forum Candletalk.de angekündigten Trades. Ich sehe jetzt hier gerade eine Meldung, dass meine Soundqualität nicht optimal sein soll. Allerdings hat im Chat
niemand von euch geschrieben, dass dem so sei. Also mache ich einfach mal weiter. Ne, Ton ist okay, lese ich da. Leichter halbem Sound. Ja, das kann auch daran liegen, dass ich hier im Hintergrund des Mikros mal etwas aufbauen sollte. Hatte heute leider oder habe leider immer noch etwas Internetprobleme, weil es wir hier sehr stürmisch hatten. Daher war es auch gar nicht sicher, ob ich das Webinar heute halten kann, aber ich sehe hier an den Rückmeldungen von euch, danke für das Feedback, mal besser, mal schlechter. Ja, Ton ist okay, könnte besser sein, liegt wie gesagt leider an der heute etwas beschädigten Internetqualität. So, dann machen wir weiter. Also, ihr seht hier links Januar bis März Swing Trading für Berufstätige, wie teils real gehandelt, teils nicht, weil ich nicht jeden Tag gehandelt habe heuer. Deshalb sind da auch simulierte Trades dabei. Ganz einfach deshalb, weil ich einfach möglichst vollständigen Backtest mit möglichst vielen Signalen brauche. Und viele dieser Signale, die ich nicht gehandelt habe, wurden im Forum Candlelog.de von anderen Mitträdern sehr wohl gesehen, angenehmerweise. Ich habe auch, um die Geschwindigkeit zu steigern, dass ich schneller vorankomme, diese Tests auf Aktien aus dem DAX 30 begrenzt. Das heißt, die 40 französischen Aktien lasse ich bei diesen Schnelltests erst einmal links liegen. Ich habe sonst einfach viel, viel zu große Datenmengen, die mich bremsen. Da würde ich diese 3 Monate, für die ich jetzt schon 3 Tage gebraucht habe, dann eigentlich 6 Tage dafür brauchen. Und da sehe ich wenig Sinn darin. Ich mache jetzt Schnelltests, um rasch zu sehen, was macht Sinn, um mich dann darauf zu konzentrieren, das weiter auszuarbeiten. Und wie dieser Vergleich hier zeigt, war schon der erste Schnelltest ein durchschlagender Erfolg. Also hier links, da habe ich mich jeden Tag für das sympathischste Signal diskretionär entscheiden müssen, eben diese Schwachstelle dieser Strategie. Das hätte in diesen 3 Monaten, schwierigen Monaten, vor allem ab Mitte Februar, wurde es sehr schwierig für diese Strategie. Das sehe ich auch bei uns im Forum, dass die Trader Probleme hatten, weil einfach keine schönen Trends da waren. Das hätte in diesen 3 Monaten einen Gewinn von 7,6 R vor Kosten ergeben mit 44 Trades. R, für alle, die das noch nicht kennen, ist ein Ausdruck für das ursprüngliche Risiko. Wenn Sie also, wie ich, 1% Ihres Kapitals pro Trade riskieren, dann entsprechen 7,6 R, ganz einfach 7,6% Gewinn. Jetzt zur Weiterentwicklung. Da entscheide ich mich nicht mehr, wie beschrieben, instinktiv für das sympathischste Signal, sondern suche mir charttechnische Stopps und Kursziele, also nicht mehr anhand der ATR, anhand der Vola, sondern anhand der Charttechnik und nehme dann logischerweise jenes Signal mit dem höchsten Chance-Risiko-Verhältnis. Das Setup für Swing Trading für Berufstätige an sich wird in diesem Test 1 zu 1 übernommen. Das Grundsetup, das heißt, ich suche weiterhin nach dem Start möglicher neuer Swings und versuche dort maximal günstig reinzukommen. Eine genauere Beschreibung, wie das abläuft, finden Sie, wie erwähnt, im eingestellten Artikel. Und auch im YouTube-Kanal sind einige Aufzeichnungen vorheriger Webinare dazu vorhanden bei Interesse. Wir haben hier also die identischen potenziellen Kauf- und Verkaufssignale über 3 Monate aus dem DAX 30, nur dass ich jetzt eben objektiv anhand des besten CRVs mein Signal wähle und bei einem CRV unter 2 lasse ich ganz die Finger davon. Daher auch 5 Trades weniger, nur 39 statt 44 Trades, aber eben dafür großartige 41,9 R brutto vor Kosten. Da wird jetzt gleich mal der Kritikpunkt Nummer 1 erfahrener Trader der sein. Schau mal kurz in den Chat rein, ob schon reingeschrien wurde. Nee, noch nicht. Ja, also wenn ich jetzt so ein Webinar teilnehmen würde mit meinen Kenntnissen, würde ich sagen, halt, stopp. 3 Monate bei End-of-Day-Trading und nur 40 Trades, 39 Trades sind viel zu wenig aussagekräftig. Ja, das stimmt. Ich persönlich sage auch immer, auch für Schnelltests mindestens 50 Trades Minimum und ab 100 Trades wird es dann langsam solide. Aber wie gesagt, es geht ja auch um Zeit, um investierte Zeit für diese Schnelltests. Und dieses Ergebnis ist ja bereits so zweifelsfrei besser,
Und das manuelle Backtesting via Excel leider sehr, sehr, sehr mühsam, dass ich meine und eure Zeit da möglichst schnell mit produktiverem beanspruchen möchte. Wie eben eine Umsetzung dieses neuen Setups in die Praxis mit Echtgeld. Dazu dann später. Erst einmal möchte ich euch da gleich ein paar Beispiele zeigen, wie diese neue Entscheidungsfindung jetzt konkret abläuft. So, ich sehe mal kurz in meinem Backtesting-Tabelle nach, welchen Tag ich mir hier raussuche. Ja, hier haben wir zum Beispiel den 29.03. beziehungsweise den 23.03. Da hatten wir 5 potenzielle Verkaufssignale bei DAX 30 Aktien vorliegen und ich musste mich dann eben für eines entscheiden. Habe mich hier beim Swing Trading für Berufstätige für ProSieben Sat1 Media entschieden. Schauen wir uns mal an, warum. Also ich markiere kurz diesen 29.03., 29. März diesen Jahres. Das war hier der Stand der Dinge. Tagesschart ProSiebenSat.1 Media. Lower Lows, Lower Highs. Also es bahnte sich ein Abwärtstrend an. ProSieben hat sich dann wieder etwas erholt. Versuche hier kurz das farblich einzuzeichnen. So. Das heißt, ProSieben hat sich vom Tief des Vortages wieder deutlich erholt und hat dann eine kleine negative, eine bärische Tageskerze ausgebildet, auf wieder günstigem Niveau. Und da ist, wer es kennt, das Tagestief, dann mein Trigger, da wird meine Stop-Sell-Order zu liegen kommen für den nächsten Tag. Das heißt, ich hoffe hier auf eine Fortsetzung des jüngst eingeschlagenen Abwärtstrends. Stop-Loss und Kursziel werden rein basierend auf der Average-True-Range, auf der VOLA basierend berechnet. Charttechniker, da ist eigentlich weiter nichts zu sagen, nur um sich beim Einstieg ein Bild zu machen vom Setup. An diesem Tag weitere Kandidaten waren Allianz und Daimler. Schauen wir uns auch gleich an. Allianz hat hier einen Doppeltop ausgebildet, ist definitiv ein aggressiveres Signal und nie so schön als ein Trendfortsetzungssignal. Aber wenn kein anderes Signal vorliegt, dann handeln wir auch eher antizyklisch. Aber hier war schon klar, dass ProSieben schon mal das schönere Signal war. Dann war Daimler noch ein Kandidat. Auch mit Top-Bildung, auch aggressiv und eher antizyklisch, daher auch nicht so attraktiv wie ProSieben. Und dann waren noch Volkswagen und Vonovia, standen noch zur Auswahl. Hier auch Korrektur vom letzten Tief, war wieder auf einem günstigen Short-Niveau und war halt nur dann zu shorten, wenn man davon ausgeht, dass sich hier ein tieferes Hoch ausbildet, dass dieses tiefere Hoch bestätigt wird und sich die Aktie gen Süden verabschieden wird. Da ProSieben hier schon diese Tendenz erkennen hat lassen, war ProSieben jetzt immer noch die sympathischere Wahl. Und der letzte Kandidat an diesem Tag war Vonovia. Auch hier gleiches Szenario, eigentlich übergeordneter Aufwärtstrend. Nur kurzfristig kann dieser Tag als potenzielles tieferes Hoch interpretiert werden, wäre ein sehr aggressiver Short gewesen und daher blieb es dabei, ich gehe nochmal zurück zu ProSieben, dass von diesen 5 Titeln
diese Aktie definitiv das sympathischste war für Swing Trading für Berufstätige. Wie ist es ausgegangen? Order wurde schön aktiviert nächsten Tag und wurde dann 2 Tage später ausgestoppt. Schauen wir kurz nach, auf welchem Niveau das war. Das Stop-Loss lag bei 45,85. Mache hier nur kurz einen schwarzen Pfeil rein, horizontal. Sie sehen, wo dieser Stopp, wo dieser Trade beendet wurde. Das ist jetzt das alte Setup. Ich schaue mal kurz rein, ob es Fragen dazu gibt. Ja, genau. Wo würde jetzt der Stopp liegen? Wie berechnen Sie das TRV? Das ist jetzt der nächste Schritt. So, neues Setup. Ich gehe diese 5 Signale ganz neutral durch und suche mir charttechnisch sinnvolle Stops und Kursziele. So, bei Allianz gehe ich jetzt her und sage ganz klar, ich will den Stopp über das Hoch dieser Kerze legen. Also auf dieses Niveau. Und das Kursziel wäre für mich sofort auf den ersten Blick das letzte Low, das letzte Zwischentief vom 10. März. Dann hätte ich hier das Kursziel, da oben ein Stopp und den Einstieg geplant beim Tagestief. Ergibt ein Chance-Risiko-Verhältnis von nur 2,4. Da müsste ich jetzt ein bisschen reinzoomen, damit Sie das sehen. So, wir sind jetzt gerade in dieser Spalte. Ich markiere das kurz gelb. Die Tabelle wird dann übrigens auch in den Artikel eingebaut, damit jeder jedes Signal nachvollziehen kann bei Interesse. Also wir sind hier bei Allianz, hatten hier ein CFA von nur 2,4. Dann bei unserem tatsächlich gewählten Short-Signal, wie jetzt da ausgesehen, da hätten wir auch wieder den Stop würde ich wieder eng über das Tageshoch legen. Umso enger die Stops, umso höher die Stückzahl, umso besser das CFA natürlich. Und das Kursziel ist hier schwierig auszumachen auf den ersten Blick. Das Tief vom Vortag wäre viel zu nah, da wäre das CFA definitiv unter 1. Jetzt kann ich hergehen und mir ein früheres markantes Zwischentief holen. Da habe ich einmal hier den 21. Januar mit dem Tief um 43 Euro. Und dann hätte ich hier noch eins von Anfang Februar bei 41. Wenn ich konnte, ich rechne eigentlich eher konservativ und gehe von dem näheren Kursziel aus, um mir die TFVs nicht künstlich aufzublähen, auch weil ich immer bevorzuge, die Trades möglichst kurz laufen zu lassen. Wenn ein Trade nicht innerhalb weniger Tage erfolgreich endet, dann endet er meistens gar nicht mehr erfolgreich. Da bin ich ein großer Freund von den näheren Kurszielen. Das wären dann hier eben die 43, genau, habe ich auch verwendet und da hätten wir ein TFV von nur 2,34. Also sogar etwas schlechter als bei Allianz. Also würde hier Allianz schon mal die bessere Wahl sein als ProSieben. Weiter geht's mit Daimler. Bei Daimler wieder Stop-Loss über dem Tageshoch. Und Kursziel auch hier eigentlich sehr schön ersichtlich wäre das letzte Zwischentief. Und das sieht eigentlich dann schon ganz spannend aus. Enger Stopp, etwas größer, etwas großzügigeres Kursziel. Und da sehen wir, das ergibt einen Chance-Risiko-Verhältnis von fast 3, also von 2,94. Wäre damit aktuell der beste Kandidat. Dann bleiben noch Volkswagen und Vonovia. Und hier haben wir eine sehr schöne kleine Biersche Tageskerze. Dieses Zwischenhoch ist selbstverständlich ganz logisch der charttechnisch sinnvolle Stop-Loss. Und auch das Kursziel ist auf den ersten Blick ersichtlich. Würde ich jetzt nicht großzügiger weglegen als das letzte Zwischentief wieder. Kleine Kerze, enger Stopp, großzügiges Kursziel ergibt ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3,33. Damit haben wir einen neuen Nummer 1 Kandidaten. Hätte Daimler jetzt abgelöst als besten Kandidaten für diesen Tag. Bleibt noch Vonovia.
Auch hier wieder, wer längerfristiger angelegt wäre als ich, der würde den Stopp wahrscheinlich über dem lokalen Zwischenhoch wählen. Aber da müsste ich den Trade jetzt schon wirklich längerfristig anlegen und hier deutlich nach Süden zielen, um mir ein schönes TFV hinzukriegen. Ich gehe immer aggressiver rein und nehme den engeren Stopp. Das wäre wieder das Tageshoch hier als potenzielles Lower High. Und als Kursziel, was haben wir hier? Hier sehe ich eigentlich ein altes Widerstandsniveau um 29,5. Da brach Vonovia darüber hinaus aus und dieser Widerstand wird dann zur Unterstützung. Also hätten wir dann hier das naheliegendste Kursziel. Das ergibt dann am Ende ein TFV von 2,76. Also sehen wir hier eigentlich einen ziemlich klaren Gewinner. Volkswagen ist an diesem Tag die beste Wahl, die logische Wahl, die einzig logische Wahl. Jetzt kann man natürlich noch hergehen und sagen, okay, aber diese Platzierung des charttechnisch sinnvollen Stops und vor allem die Wahl des Kursziels ist ja wieder objektiv und diskretionär. Ja, das ist natürlich ein Kritikpunkt, den muss man einfach gelten lassen. Die Alternative ist, wieder auf zum Beispiel die Vola zurückzugreifen und einfach zu sagen, wo ist der Stopp? Und ich nehme den Stopp jetzt einfach mal 3 und mal 4 und das wird einfach mein Kursziel. Aber das ist ja eben genau die Verfahrensweise, von der ich ein bisschen weg möchte. Ich möchte wieder ein bisschen logischer werden, nicht zu willkürlich. Und deshalb überlege ich mir, wo könnte ein Gros der Trader die Stops liegen haben, wo könnte ein Gros der Trader Gewinnmitnahmen planen oder zumindest Gewinnabsicherungen. Und da gehe ich eigentlich immer her bei der Wahl mehrerer Optionen und nehme die konservative Variante. Ich könnte natürlich hergehen und bei Volkswagen, ich hole mir nochmal das Volkswagen Setup, sagen, okay, wir haben hier zwar das letzte Zwischenniveau hier vom 9. März, wo ich das Kursziel setze, aber eigentlich gehe ich davon aus, weil der übergeordnete Trend abwärts ist und das Jahr auch bärisch begann, dass die Aktie sogar bis hier runterlaufen wird, bis zum Jahrestief oder sogar darunter hinaus, dann hätten wir ein Kursziel von 95 Euro und ein CRV von, mal kurz eingeben, hätten ein Chance-Risiko-Verhältnis von 8,35. Das ist natürlich Wahnsinn, ja, da würde mir ein Gewinner, würde mir 8,3 Verlierer wieder wettmachen. Warum ich das nicht mache, ist einfach die konservative Herangehensweise und weil ich Trades ungern so lange laufen lasse, bis sie so viel Raum zurücklegen, weil dann muss ich hergehen und mir auch Gewinnabsicherungen überlegen. Wir sehen ja auch, dieses Kursziel wäre nicht erreicht worden. Dann muss ich mich jetzt hergehen und sagen, okay, der Trade ist jetzt wunderbar gelaufen. Wie gehe ich jetzt weiter vor, um nicht mehr zu viel vom Gewinn herzugeben? Und dann hat man wieder einen Haufen Optionen, der einen auch rasch überfordert, beziehungsweise dann alleine das Ausstiegs-Backtesting schon wieder in zig Szenarien aufsplittert und sehr, sehr zeitraubend ist. Mein erster Schritt ist daher, nicht zu viel Energie zu verwenden auf Szenarien, was mache ich mit angelaufenen Gewinnen, sondern ich wähle einfach die naheliegendsten Kursziele, hübsche jetzt die Chance-Risiko-Verhältnisse nicht, blähe die nicht ungemein auf und überlege mir dann einfach in einem späteren Schritt, in einem späteren Optimierungsschritt, wenn ich noch Zeit habe in den 30 Tagen, wie man das noch optimieren könnte. Natürlich könnte man es hergehen, die naheliegendste Variante wäre, ich nehme zwar dieses logische nahe Kursziel, was mir ohnehin schon 3,3 R einbringt, also 3,3% Gewinn. Aber verkaufe jetzt hier eben nicht die ganze Position, sondern nur die halbe und für die andere Hälfte ziehe ich den Stopp auf Einstieg nach oder auch schon ein bisschen in den Gewinn. Das wäre jetzt mal für mich wieder die naheliegendste, logischste, sympathischste Variante, abgesehen von meinem All or nothing und mit dem bin ich eigentlich immer ziemlich gut gefahren. Gewinnmitnahmen, Teilgewinne zu verkaufen oder auch Trading-Stops zu verwenden, hat sich eigentlich in der Vergangenheit bei meinen Setups nie bewähren können. Das ist auch eigentlich ein ganz spannender Punkt, den ich mir zwar nochmal auf die Agenda lege, also nicht mich darauf zu sehr fixieren, sondern ich bin auch offen, das auch wieder in Frage zu stellen, aber generell ist es tatsächlich so, dass ich mit Trading-Stops und Teilverkäufen nie besser gefahren bin als mit einem simplen Kursziel, Stop-Loss und dazu vielleicht noch einen Zeitstopp. So viel zu diesem Tag. Kurz Ergebnis. ProSieben, Satens Media, alte Strategie endete hier im Stopp, wie gezeigt, bei einem horizontalen schwarzen Pfeilchen hier.
Volkswagen lief wunderschön ins Kursziel. Ist natürlich das Idealszenario. Wir hatten auch Tage, wo es natürlich nicht immer nur besser war als das Original, aber doch überraschend konsistent, wenn ich mir nochmal kurz die Tabelle hier ranhole, dann habe ich hier auch eine Kommentarspalte, wo ich mir markiert habe, war der logische CFR-Kandidat jetzt ein anderer als beim Standard-Swing-Trading und wenn ja, wie hat sich das Ergebnis verändert und allein im März wurde das Ergebnis eigentlich nie schlechter als bei der Standard-Vorgehensweise, sondern entweder gleicher Kandidat, gleiches Ergebnis oder anderer Kandidat, aber gleiches Ergebnis, aber meistens eigentlich anderer Kandidat, der besser lief als beim Swing Trading. Habe ich eigentlich nur wenige rote Kommentare, wo der nun andere Kandidat schlechter lief als der Standardkandidat. An dieser Stelle frage ich mal in die Runde, ob es hierzu Fragen gibt. Schau auch mal in den Chat rein. Ist das nicht eine bullische Flagge bei ProSiebenSat.1 Media? Ja, das mag schon sein, aber auf welche Sicht? Wenn Sie jetzt hergehen und sagen, okay, ich zeichne mir hier eine Flagge ein, dann sage ich, kann ich hier entweder ein fallendes Dreieck ausmachen, einen fallenden Keil oder eben eine bullische Flagge, aber auf welchem Zeitfenster? Ja, wenn ich jetzt rauszoome, dann kann ich sagen, okay, wow, wenn der hier eben ausbricht aus diesem Keil, dann wird es nach Norden gehen, was nicht der Fall war, wenn ich hier nach rechts scrolle, da kam der Ausbruch, es tat sich aber trotzdem nichts. Aber ich bin, wie gesagt, sehr kurzfristig unterwegs. Handel zwar die Aktien im Tageschart, weil es die einzige Möglichkeit ist, außerbörslich mit wenigen Minuten Aufwand pro Tag zu traden, aber ich bin nicht bereit, die Position jetzt wochenlang zu halten. Primär aus dem Grund, da man dann bei längerer Haltedauer die Fundamentaldaten der Aktien eigentlich nicht mehr ignorieren kann und ich bin sowohl faul als auch zeiteffizient und mir sind Fundamentaldaten der Aktien völlig schnurzpiepe egal. Das heißt, ich sehe mir eine Charttechnik an und entscheide, wo könnte in den nächsten Tagen der Swing hingehen. Das erlaubt mir den Luxus, nicht wissen zu müssen, wie es um ein Unternehmen steht, nicht mal wissen zu müssen, was die eigentlich machen. Also ich sehe mir einen Chart an und ob das jetzt ProSieben ist oder BMW oder Tesla ist komplett egal. Außer ich sehe mir im Newskalender an, wenn Quartalszahlen oder Hauptversammlung anstehen, dann lasse ich die Finger von einer Aktie, wenn das in den nächsten Tagen der Fall sein sollte, weil das einfach immer zu ihren Gaps führt natürlich. Aber grundsätzlich können uns Fundamentaldaten egal sein. Auch wie der DAX steht oder wie der CAC 40 steht oder Dow Jones, hat sich nie bewährt, diese Indizes mit reinzunehmen in die Filterung der Signale. Von daher ist das eben dann eine sehr zeitschonende Methode. Also nochmal zu der Frage zurück, ob das eine bullische Flagge ist. Jein, das liegt im Auge des Betrachters. Ich sehe hier, ich kann es Ihnen kurz einzeichnen, ich sehe hier einfach fallende Swings. Also ich sehe hier, da habe ich diese Text wieder drin. Wir haben hier einen Swing Down, wir haben zwei Swing Down und wir haben kleinere Swings Up, die aber übergeordnet eben eine fallende Tendenz aufweisen und deshalb war das für mich kurzfristig ein schönes Short Setup. Ist in diesem Fall nicht aufgegangen, tut es auch in 50% der Fälle nicht nach der alten Methode nach, aber durch die positiven CRVs war es langfristig eben trotzdem immer noch profitabel. Ich sage es nicht, dass das eine besonders raffinierte Methode ist, wie gesagt, Trefferquote liegt bei ca. 50 oder manchmal sogar einige Monate lang darunter, Prozent. Das heißt, das ist nicht besonders raffiniert oder geheimnisvoll, geheimnisumwittert. Das ist eigentlich eine sehr simple Vorgehensweise. Es ist nur wichtig, dass man sich für eine Vorgehensweise entscheidet und basierend darauf dann die Exits optimiert und die Auswahl des richtigen Underlyings. Lege ich den Stopp direkt auf das Hoch oder ein paar Punkte drüber? Sehr gute Frage. Ich gehe nochmal zurück zu Volkswagen. Wir hatten hier einmal das Tief bei 116,35. Da würde ich jetzt hergehen und die Stop-Sell auf 116,3 liegen. Also ein paar Cent unter dem Tagestief. Ganz einfach deshalb, um die Daytrader
den Daytrader ein bisschen aus dem Weg zu gehen, die Intraday gerne diese Tageshochs, Tagestiefs zum Scalpen, zum Abgreifen von Orders verwenden. Das hat sich bewährt, hier ein bisschen Toleranz zu lassen. Genauso würde ich jetzt hier, das Tageshoch liegt bei 118,8. Da würde ich jetzt auf 118,85 oder auf 118,9 den Stop-Loss legen und nicht ganz exakt auf das Tageshoch. Beim Kursziel ebenso, wenn das Tief hier, letzter Zwischentief bei 107,75 lag, dann gebe ich da einige Cent drauf, um hier nicht mich dann ärgern zu müssen, dass ich zu gierig war und genau den Tiefpunkt wollte, sondern gehe da schon ein paar Cent früher raus. Weitere sehr gute Frage von Marco, ob ich den Zeitstopp wie bei der Swing Trading Variante bei 4 Tagen belasse. Nein, Zeitstopp gibt es hier erstmal keinen. Ich suche hier mal einen Trader raus. Genau, nee, Moment. Bayer Short am 2.3. Ja, hier ist sehr schönes Short-Signal. Doppelhoch, viel Potenzial nach unten. Hatte ein CRV von 4,6, also wunderbares Chance-Risiko-Verhältnis. Der Gewinn hätte 4,6% Gewinn eingebracht. Stop-Loss zeichne ich auch ein, das lag wieder über dem Tageshoch. Und das Kursziel lag logischerweise hier unten beim Doppelboden. Wieder ein paar Cent darüber. Ergab ein CRV, wie gesagt, von 4,6. Jetzt nach alter Methode hätte ich am 3.3. einen Einstieg und 1, 2, 3, 4 Tage später den Zeitstopp. Also hier würde der Trade zum Schlusskurs oder kurz vorher 17.30 manuell geschlossen werden oder mit einem Expert Advisor automatisch geschlossen werden. Hätte hier mehr oder weniger Pari bedeutet für diesen Trade. Einstieg war fast auf Einstiegsniveau der Close. Wenn man die Kosten noch dazu rechnet, wäre es wahrscheinlich ziemlich exakt Pari geworden. Bei der neuen Vorgehensweise würde ich den Zeitstopp weglassen, wäre hier am Tag darauf in den Stop-Loss gelaufen, ist jetzt hier natürlich blöd gelaufen, aber kann auch genau andersrum laufen, dass der Dreh dann einfach noch 3, 4, 5 Tage länger braucht. Jetzt hätte ich hier gern ein Beispiel, wo ich einen Stopp nachgezogen habe, weil es einfach logisch war. Genau, dritte deutsche Börse. Ich gehe hier, wie gesagt, im Backtesting immer vom Worst Case aus, um mich hier nicht schön reich zu rechnen. So, da hatten wir hier ein Hanging Man und kleines schönes Setup, sowohl für Swing Trading als auch im, ich glaube, es war auch der einzige Kandidat an diesem Tag, ja, einzige Kandidat an diesem Tag, also das CRV lag bei 2,8, nicht berauschend, aber deutlich über 2, wurde also eingegangen. Stop-Loss lag anfangs über dem Zwischenhoch. Das Kursziel, schätze ich mal, habe ich hier beim einem markanten Zwischentief angelegt. Schau mal kurz rein in die Tabelle, was habe ich als Kursziel angenommen? 73. Ja, also wird sie schon, war wieder richtig eingeschätzt. Der Trade lief gut an, pendelte dann in der Nähe des Kursziels rum und hat sich dann wieder etwas nach oben bewegt. Und jetzt muss ich die Entscheidung treffen, was wird mit dem Trade gemacht. Und wenn ich jetzt hier an diesem Tag sehe, es geht ja weiter rauf, dann würde ich jetzt, bin ich jetzt im Backtest mal hergegangen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das die finale beste Variante ist, aber im Backtest hergegangen und gesagt, okay, jetzt hätte ich den Stopp zumindest auf Break-Even nachgezogen, also auf Einstand. Und der wäre hier genau um einen Cent an diesem Tag. Ich mache mal kurz die Linie rüber, wo Einstand war. Hier war der Einstandskurs. Ich zoome mal rein. Hätte ich den Stopp eben wie im Backtest angenommen, nachgezogen, dann wäre ich hier genau um einen Cent ausgestoppt worden, bevor es dann 3 Tage später doch noch ins Kursziel lief. Ich nehme aber hier einfach immer gerne den Worst Case an, habe also hier 0 R, also kein Verlust, kein Gewinn, weil er auch Einstand nachgezogen, statt 2,8 R Gewinn. Da hätte ich mich jetzt wieder schön reich rechnen können, wenn ich gesagt hätte, na, ich hätte vielleicht nicht auf Break-Even nachgezogen. Aber da gehe ich immer her, nehme den Worst Case an, um jetzt hier dann im Echtgeldeinsatz nicht
zu groß negativ überrascht zu werden. René möchte wissen, wäre für mich als Österreicher auch die ATX 20 Aktien eine zusätzliche Alternative für die Auswahl? Nein, für mich persönlich nicht. Weiß nicht, wer mich schon länger kennt, aber mit österreichischen und Schweizer Aktien gelang mir mal ein veritabler Flop. Und da damals schon habe ich eigentlich eine Blue Chips Strategie gehandelt mit DAX und auch US-Werten und dachten dann, es wäre ganz lustig hier als Lokalkolorit diese Strategie auf Österreich und Schweiz umzusetzen. Haben das auch in einem öffentlichen Depot gehandelt und das klappte überhaupt nicht. Primär wegen zu geringer Liquidität und damit zu schlechten Ausführungen in den ersten Handelsminuten. Also da gab es Gaps und Slippage noch und nöcher und das hat uns dann den Spaß an diesen Aktien schnell ausgetrieben. Wilfried fragt, bei welchen Brokern kann man auch nach 22 Uhr handeln? Was Aktien-CFDs angeht, nirgends. Also Sie können Order drauf geben bei Broker mit eigener Plattform, aber ja genau, Sie können jetzt zum Beispiel bei ETX Capital oder bei CMC Stop-Sell, Stop-Buy-Orders für den nächsten Tag aufgeben. Aber Market natürlich kann nichts gehandelt werden, auch nach 17:30 nicht mehr, jetzt, was die Tagstitel angeht. Und was das Problem eben beim MetaTrader ist, dass auch Stop-Sell und Stop-Buy-Orders, also Stop- und Limit-Orders, können nicht aufgegeben werden, wenn der Markt schon zu hat. Das ist nach 17:30, und das hat uns lange, lange geärgert. Nach 17:30 kann ich nicht mehr hergehen und Orders für den nächsten Tag aufgeben im MetaTrader. Da hat mir dann ein hilfsbereiter Programmierer geholfen, hier einen Expert Advisor zu schreiben, der das umgeht. Schau mal, ob ich noch einen Trade zeigen wollte hier. Continental, 31.3. Ja, hier ein sehr schönes Setup, wunderschöne kleine Biosche Tageskerze, die ein tieferes Hoch markiert hatte, war zwar ein aggressiver Trade, aber gehe ich immer wieder gerne ein, wenn an diesem Tag eben kein Trend-Fortsetzungssignal vorhanden war, was an diesem Tag nicht der Fall war. Da war Continental das einzige Short-Signal im DAX. Und das lief dann beim Swing-Trading so ab mit den üblichen Vola-Stops, dass ich hier glaube ich schon mit einem CRV von 3 im Gewinn abgeschlossen hatte, also sogar 3,6, also es war doch mit einem Gap nächsten Tag, sprang die Aktie hier, sprang der Short ins Kursziel, also eine schöne Sache. Und beim CRV-Trading würde ich ja denselben Trade machen, nur mit anderen Parametern, wieder Stopp über das Tageshoch. Und jetzt war eben, der Unterschied der, dass ich sagte, wo ist das letzte markante Tief? Und das letzte markante Tief war eben hier unten. Und das hat mir dann ein schönes TFV von 5,5 beschert. Also dieser Trade hätte alleine, wenn er gut ausgeht, 5,5 Verliererwett gemacht. Der Entry erfolgte dann mit einem Gap, mit negatives Slippage. Die Aktie sprang nächsten Tag ein bisschen nach unten, wurde dann deutlich schlechter ausgeführt als geplant, was aber selten ein schlechtes Zeichen ist, weil wenn eine Aktie zur Öffnung schon gapt, dann läuft sie meistens auch in diese Richtung weiter. Führt jetzt dazu, dass dieser Trade nicht mit 5,5 in CRV endete, sondern nur unter Anführungszeichen plus 5R. Und da kommt sich auch gleich die Frage, die nehme ich gleich mal vorweg, passe ich die Exits dann an, wenn der Einstieg schlechter stattfindet als geplant? Beim Swing Trading für Berufstätige habe ich das definitiv angepasst, weil hier die Parameter sowieso von charttechnischen Marken unabhängig waren. Bei diesem jetzt charttechnischen Trading mit Stops und Kurszielen, die im Chart Sinn machen, kann ich jetzt nicht einfach hergehen und dieses Kursziel um den halben Euro, den ich schlecht eingestoppt wurde, nach unten verschieben oder den Stop-Loss auch weiter ranholen, weil ich dann genau dieses Problem habe, dass ich die Chartmarken übergehe oder überstimme. Und dann fällt mir das eigentlich aus dem Muster raus. Also wäre ich es eigentlich, mein Status der, dass ich die Marken beibehalte. Führt es natürlich dazu, dass jetzt das Risiko hier plötzlich nicht mehr 1 R beträgt, 1%,
sondern durch den schlechten Einstiegskurs und den größeren Abstand zum Stopp plötzlich 1,5% beträgt. Aber das bin ich jetzt mal bereit hinzunehmen und würde dann im Laufe der Echtgeldtests, falls nötig, an diesen Stellschrauben noch drehen. René möchte noch wissen, wenn man die Liquidität der handelbaren Aktien stark gewichtet, müsste man dann nicht bevorzugt die Dow 30, also die US-Aktien handeln? Sehr gut beobachtet, sehr gute Frage. Tatsächlich. Allerdings habe ich jetzt mit dieser Strategie bei US-Aktien ein Problem. Die US-Aktien gappen fast jeden Tag. Ich suche mir kurz mal. Den Nasdaq mit den Aktien. So. Also, wenn man hier den Tageschart einfach mal von, nehmen wir Amazon, einfach mal von Amazon ansehe, dann habe ich hier bei den letzten 10 Tagen ein Gap, zweimal Gaps, dreimal Gaps, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, also 7 bis 8 Mal der letzten 10 Tage eröffnet die Aktie am nächsten Tag doch mit deutlichem Unterschied zum Vortagesschlusskurs. Das ist bei DAX-Aktien nicht so in solchem Ausmaß der Fall und macht das Trading hier ein bisschen more predictable, also mehr planbar, mehr vorhersehbar. Aber das ist ein Punkt, der natürlich spannend ist und vor allem wäre es auch im Hinblick auf die Arbeitszeiten mancher sicher sinnvoller, hier von 15:30 bis 22 Uhr oder eben nach 22 Uhr zu agieren oder eben vor 15:30 die Orders aufgeben zu können in Ruhe. Und daher schwebt auch bei mir im Hinterkopf mit, ein Echtgelddepot nur mit US-Aktien zu führen und hier einen Vergleich zu haben, wie die Performance abschneidet zwischen US-Aktien und europäischen Aktien. Also, wo stehe ich jetzt gerade im Moment nach Tag 6? Ja, dieser erste größere Backtest hat bereits zu umwerfenden Ergebnissen geführt, wie beschrieben. Das habe ich so ehrlich gesagt nicht so rasch erwartet. Ich hatte da noch viele Ideen auf der Liste abzuarbeiten, wie, um ein Beispiel zu nennen, dem Reinzoomen in den Stundenchart, um das optimale Chance-Risiko-Verhältnis zu finden, also die Stops und Kursziele jetzt nicht anhand des Tagescharts zu planen, sondern ein bisschen reinzuzoomen, ein bisschen verfeinern, das Bild auf den Blick auf den Chart. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und diese 3 Monate rechts, diese rechte Grafik, diese Trades wieder hernehmen und wiederum gegen neue Ideen backzutesten, auf dem Papier, mühsam, Tag für Tag in Excel. Aber da bin ich ganz ehrlich mit euch, Geduld ist nicht zu meiner Stärke, auch wenn das eigentlich eine Tugend sein sollte von Trainern. Aber ja, ich akzeptiere das einfach so, wie es ist, versuche mich dann mehr auf meine Stärken zu konzentrieren, statt auf meine Schwächen. Und wenn ich das jetzt mache, wieder diese 3 Monate mit neuer Idee und dann, falls es besser wird, diese 3 Monate wieder mit neuer Idee etc. oder vielleicht statt 3, 6 Monate draus zu machen, wenn ich das machen würde, dann würden da noch zig Tage für rund um die Uhr Backtesting draufgehen, was für mich viel Arbeit, viel mühsam bedeutet und was für euch bedeutet, dass es Live-Ergebnisse frühestens Ende August, eher September zu sehen geben würde. Wer mich schon länger kennt, weiß, grau ist alle Theorie, wie man so schön sagt. Ich bin ein großer Freund der Praxis und habe mich daher heute entschlossen, sofort wieder mit dem Echtgeldhandel zu beginnen. Ja, anstatt da eben auf dem Papier, möchte ich real, Trade für Trade, am Feintuning, an den Einstellungen, an den Abläufen feilen. Sorgt A für natürlich realistischere Ergebnisse, B für mehr Konzentration. Das ist auch so eine Schwäche von mir. Ich verzettle mich sehr gern und wenn ich hier jetzt zwar auf dem Papier eine schöne Sache laufen habe, aber dann im Alltagsgeschäft doch immer wieder To-Dos auftauchen, dann rückt das immer wieder schnell in den Hintergrund. Wenn ich hier aber jetzt sage und mich hier auch offiziell committe, ich sage jetzt, hey Leute, ich mache mir ein Echtgelddepot, dann ist es auch der Tritt in den Arsch für mich, um mich da wirklich reinzuhängen, um diese Webinar-Serie rasch abzuschließen mit einem hoffentlich geilen Ergebnis für mich, aber auch für euch. Ja, und da stehe ich aktuell.
Das ist der Punkt, wo ich gerade bin. Ich habe bis vor, ja, bis 15 Minuten vor Start des heutigen Webinars noch an der Fertigstellung wenigstens diese 3 Monate gearbeitet und an der Präsentation. Mehr habe ich da heute noch nicht für euch. Ich sehe mal nach, aber ich denke, dass ich noch nicht mal die Aktien-CFDs freigeschalten bekommen habe auf meinem neuen ActiveTrades-Unterkonto. Tatsächlich, das dauert immer ein, zwei, drei Tage. Dieses Konto heute eröffnet, heute befüllt und Aktien-CFDs beantragt, aber sind hier noch nicht freigeschalten. Also so wird es weitergehen, dass ich hier mit ActiveTrades im MetaTrader 5, die haben die Aktien-CFDs, die börsenechten, nur im MetaTrader 5, nicht im MetaTrader 4, dass ich die hier mit handeln werde, aus dem ganz einfachen Grund, dass es ActiveTrades momentan der einzige Broker ist, der A, börsenechte Aktien-CFDs hat und B, auch noch zu super Konditionen für solche Experimente. Und zwar sind das 0,1% Kommission pro Trade bei nur 1 Euro Minimum. Und ich muss mal kurz nachsehen, aber da gibt es dann sogar noch deutliche Rabatte für Mitglieder vom Brokerdeal. ActiveTrades, wo bist du? So, hier. Mitgliedervorteile. Ja, gibt es dann nochmal 10% der Aktien-CFD-Kommission, gibt es wieder Retour als Gutschrift für Mitglieder. Natürlich, wie gesagt, ohne Nachteile gegenüber einer direkten Kontoöffnung. Broker der Wahl, also ActiveTrades, MT5. Was sind jetzt meine nächsten Baustellen für euch, für mich? Ganz klar, Echtgeldkonten befüllen und zwar wahrscheinlich mehr als eins. Und da ist jetzt die Frage, wie viele? Ich könnte natürlich jetzt ganz, ganz extrem ins Detail gehen und sagen, okay, ich mache eines für das Original, dann noch eins für diesen heute gezeigten Backtest. Ich nenne es mal CRV 1.0. Dann kann ich hergehen und sagen, okay, jetzt nehmen wir eines für CRV 1.0 mit DAX-Aktien, eines für CAC 40 und dann noch eins für US. Und dann gehe ich her, was nämlich mir aufgefallen ist beim Backtest. Was hatten wir für eine schöne Aktie? Ich glaube, Deutsche Börse war das. Dass mir die charttechnischen Stops oft sogar zu großzügig sind. Dadurch werden meine CRVs unnötig schlecht. Dass ich jetzt hergehe und sogar den Stopp, wenn er charttechnisch weit weg sein sollte, manuell ranziehe wieder auf den 0,6er ATR Stopp. Das ist wahrscheinlich diese erste Alternative, die mir vorschwebt, hier anzupassen. Hier zum Beispiel, genau. Ne, Blödsinn, das ist mal der Short. Also kurz gesagt, ich habe hier schon im Hinterkopf viele Feintuning-Ideen, die ich jetzt alle theoretisch in einem eigenen Echtgeldkonto umsetzen könnte. Aber das macht wahrscheinlich wenig Sinn. Es wäre zwar schön, hier transparent sehen zu können, sofort auf einen Blick. Da sieht das Ergebnis so aus, da sieht das Ergebnis so aus. Ich habe überall das gleiche Startkapital, aber das wird mir dann wahrscheinlich zu unübersichtlich und zu aufwendig. Ich werde wahrscheinlich jetzt dann 2 oder 3 Echtgeldkonten machen. Muss man es noch genau überlegen, gehe auch gerne auf eure Anregungen ein. Aber kann theoretisch auch alles auf einem Konto machen und dann einfach halt anhand des Trading-Journals raussuchen, was wie performte. Auch das Original Swing Trading werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr drehen, weil es mir einfach schon die Laune verdorben hat, wenn ich hier diese Grafik sehe. Ich weiß schon, dass es besser laufen wird. Ich werde natürlich mitschreiben, welches Signal wäre das Original Swing Trading Signal gewesen, wofür habe ich entschieden. Aber jetzt muss ich das nicht unbedingt noch mit einem Echtgeldkonto machen. Also kann ich das wahrscheinlich auch streichen. Dann wird es am Ende vielleicht 1 bis 3 Echtgeldkonten werden es werden. Kurz sind wieder Fragen reingedrudelt. Habe ich ein Tool für ein MT5, um auch nach Handelsschluss Orders positionieren zu können? Ja, ganz genau. Das ist eben diese Expert-Advisor für einen MetaTrader 5 hier. Zweiter Punkt, die offene Baustelle. Das ist ja dieses Tool Stock Order at Open.
Ich ziehe es mal kurz rein. Wer sich mit MetaTrader schon bekannt ist, weiß dann, dass hier jetzt dann die Inputs aufpoppen. Was kann ich mit diesem Expert Advisor jetzt einstellen? Der ist so angenehm programmiert, dass man selbstbestimmt die Richtung Long oder Short, die Anzahl der Aktien, wo soll die Stop-Buy-Order liegen, die Stop-Entry, und wo werden dann Stop-Loss und Take-Profit platziert. Dieses Tool nimmt mir praktisch ab, dass ich zum ersten Tick nächsten Tag um 9 Uhr die Order manuell aufgeben muss. Sobald nächsten Tag ein erster Kurs live zu sehen ist in der Plattform, werden die Orders, wie ich sie hier definiere, platziert. Dieses Tool muss ich mir jetzt noch ansehen, bin ich heute auch nicht mehr dazu gekommen, ob es noch so funktioniert wie ursprünglich in Auftrag gegeben. Ich teste das ein, zwei, drei Tage und dann werde ich das auch natürlich zum Download im Artikel zur Verfügung stellen und auch ein kurzes Erklärvideo dazu machen, wie es einzusetzen ist. Eberhard fragt, ob immer die Trendrichtung beachtet wird oder handelst du auch die Korrektur? Definitiv auch Korrekturen. Also ich habe vorhin auch gezeigt, ich habe sehr viele aggressivere Signale dabei, die auf den ersten Blick antizyklisch wirken. Zum Beispiel auch dieses Short-Signal. Ja. Deutsche Börse eigentlich kurzfristigen schönen Aufwärts zwingen, aber hier aggressiv für mich Short. Wenn es denn an diesem Tag kein schönes Trend-Fortsetzungssignal gibt. Also diese bevorzuge ich in der alten Version immer. Die erstklassigen Signale waren immer klassische Trendfortsetzungssignale. Zweitklassig dann waren Doppelboden, aggressiv Long, Doppeltop, aggressiv Short. Und drittklassig waren dann Signale in einer Seitwärtsphase, die ich aber trotzdem eingegangen bin, wenn diese Seitwärtsphase genug Platz gegeben hat für das Kursziel. In der neuen Vorgehensweise ist es mir egal, wie der Trendmodus ist. Seitwärts, Doppelboden, Doppeltop oder eben klarer Trend, das ist mir völlig schnurz. Ich sehe mir nur an, wie ist das CRV und nehme einfach das Signal mit dem größten CRV. Ja, dieses Tool wird es dann auch über Prokodil geben. Ich stelle nochmal den Artikel zum Link ein, wo dieses Tool dann dieser EA hochgeladen sein wird, auch mit einem kleinen Erklärvideo oder einer schriftlichen Beschreibung dazu. Lars, ja richtig, er merkt an, dass man bei ActiveTrader jetzt eine monatliche Gebühr für die Aktienkurse bezahlt. Ja, das ist so deshalb, weil ActiveTrader börsenechte CFDs anbietet. Das heißt, ActiveTrader muss an die deutsche Börse Gebühren bezahlen, um die deutsche Börse Spreads für deren CFDs verwenden zu dürfen. Das heißt, sie haben da 1 zu 1 den gleichen Spread wie an Xetra zum Beispiel für die DAX-Titel. Und diese Gebühr wird für jeden Endkunden fällig. Also das ist eine Änderung der deutschen Börse, die leider sehr, sehr viele Broker sehr ärgert und damit auch uns Kunden. ActiveTrades weicht aber jetzt nicht aus auf Chi-X oder Bett wie andere Broker, wo die Kurse kostenlos sind, aber es sind dann eben keine Xetra-Kurse, sondern halt Kurse anderer Börsen, die nicht so liquide sind wie Xetra. Es werden hier, glaube ich, für deutsche Kurse 22 Euro fällig. So. Also Gebührenmarktdaten. Nasdaq, New York Stock Exchange, Euronext, 200 ActiveTrades Punkte oder 7 Euro pro Monat. Also wenn Sie sehr aktiv handeln, dann sammeln Sie Punkte bei ActiveTrades. Das heißt, Sie können diese Gebühr entweder mit Punkten bezahlen oder mit 7 Euro im Monat. Deutsche Börse allerdings sticht da wieder negativ raus. Das werden 600 Punkte oder 22 Euro pro Monat fällig. Warum es trotzdem, auch wenn Sie diese Punkte nicht sammeln sollten, zusammenbekommen sollten, trotzdem definitiv wert ist, diese 22 Euro im Monat zu zahlen. A, es sind Xetra-Kurse, Xetra-Spreads, besser geht es nicht. Und B, andere Broker haben 5 oder 10 Euro Minimumgebühr pro Order. Bei ActiveTrade sind es 1 Euro, das heißt mit 2, 3 Orders haben Sie sich diese 22 Euro gegenüber einem anderen Broker schon wieder gespart. So, muss der MT5, muss die Plattform bei Börseneröffnung eingeschaltet sein? Ja, also die Plattform muss laufen, sonst werden durch Expert Advisors keine Orders gesetzt. Das heißt, um 9 Uhr muss die Plattform laufen oder
Sie installieren den MetaTrader, Sie nehmen einen VPS-Server in Anspruch, einen sogenannten Virtual Server. Suchen wir das mal kurz raus. Da VPS-Service gibt es auch bei ActiveTour jetzt selbst. Das sind dann private Server, die in der Serverfarm von ActiveTour stehen und dort läuft der MetaTrader dann praktisch rund um die Uhr. Wird auch wieder für 250 Treuepunkte im Monat bezahlt. Das ist jetzt gar nicht teuer. Oder 20 € im Monat. Also wer sicher gehen möchte, dann sollte sich hier so einen VPS-Server zulegen. Ich bin Trader, seit ich 16 bin. Ich hocke sowieso zu Hause. Jeden Tag laufen meine PCs. Von daher bin ich jetzt noch nie darauf gekommen, hier eigentlich einen VPS zu verwenden. Ist aber sicher ratsam und professioneller, weil wie heute auch zu sehen war bei mir, bei Stürmen auch das Internet schon mal eine Stunde, zwei ausfällt oder langsamer läuft. Und hier natürlich eine optimale Redundanz gegeben ist. Geht der Expert Advisor auch für den DAX? Ja, also der EA kann auf jeden Wert einfach gezogen werden. Wenn Sie hier Euro-US-Dollar haben, dann ziehe ich den einfach auf Euro-US-Dollar und gebe die Werte entsprechend ein. Also der EA ist einfach großartig, um hier dieses Manko des MetaTraders zu umgehen, dass man nach Börsenschluss keine Stop- und Limit-Orders setzen kann. Also, der Expert Advisor muss noch ausgetestet und beschrieben werden von mir für euch. Und dann ist noch offene Baustelle, wie ich kommuniziere mit euch außerhalb der Webinare. Da gibt es ein paar Optionen. Ich habe ja das Forum candlelog.de. Zeige ich auch mal kurz, wo wir hier in diesem Swing Trading für Berufstätige so jetzt schon immer, schon lange über eben diese alte Strategie uns austauschen und auch täglich die Signale diskutieren. Gruß in die Runde, wer da aus dem Forum heute da ist. Den Link stelle ich kurz ein, ist natürlich ein kostenloses Forum, ein sehr familiäres Forum mit wenigen Beiträgen pro Tag, um alles schon übersichtlich zu halten und mit sehr großartigen Tradern und Leuten. Ich könnte jetzt natürlich hier im Forum einfach einen neuen Thread für diese neuen Echtgeldkonten machen, bin aber auch am Überlegen, vielleicht eine Facebook-Seite dafür zu machen oder da eine WhatsApp-Channel wäre auch eine Option. Also da bin ich, habe ich mich noch nicht festgelegt und werde noch austüften in den nächsten Tagen, wie ich euch hier am besten die Infos zukommen lasse. Wenn es was branddringendes ist oder etwas sehr Entscheidendes oder neue Termine, dann kriegt ihr auch eine Mail, bevor das nächste Webinar stattfindet. Also ihr müsst jetzt nicht Angst haben oder Sorge tragen, dass jetzt 2, 3 Wochen wieder keine Info von mir kommt und ich währenddessen schon fleißig öffentlich rede und nur wenige Leute davon wissen, sondern wenn ich eine finale Vorgehensweise für mich gefunden habe, dann lasse ich euch die entsprechenden Infos natürlich zukommen. So, damit hätte ich jetzt die Stunde sogar schon um. Gar nicht schlecht geschätzt von mir. Leute, wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt die jetzt. Okay, Sound ist jetzt wieder da. Der war wieder kurz weg, laut der Meldung hier von der Software. Sonst bleibt mir noch zu sagen, nee, kommen keine Fragen mehr rein. Oh, da haben wir noch René übersehen, genau. Ob ich als Einstiegssignal hauptsächlich Candlestick-Muster nehme? Nee, also die Formation der Kerzen, ob das jetzt eine spezielle Candlestick-Formation ist oder nicht, ist mir Schnuppe. Ich suche einfach nach potenziellen günstigen Einstiegspunkten in den nächsten Swing. Ich kann natürlich nie vorhersagen, geht der Swing nach unten, geht er nach oben, aber ich zeige das nochmal kurz. Hier an diesen Tag zum Beispiel am 30.03. in Deutscher Börse, da habe ich eine kleine Bearsche Tageskerze, nachdem die Aktie wieder ein bisschen hochgezuckelt ist, merke aber schon, da geht nach oben nichts mehr und lege einfach die Stop-Sell Order unter das Tagestief. Egal, ob das ist jetzt ein schöner Hanging Man, ja, das schon, aber der Hanging Man wäre nie entscheidend oder ausschlaggebend für das Signal. Mir geht es darum, günstig von einem potenziellen Swing zu profitieren. Schöner war hier das Signal in Volkswagen.
Da ist es ja überhaupt keine Formation. Das ist ein Spinning Top, nennt man das. Eine belanglose, neutrale Tageskerze hat hier überhaupt keine Formation, durch die man Rückschlüsse ziehen könnte. Ist einfach eine kleine Bursche Tageskerze auf sehr günstigem Short-Niveau und ein potenzielles tieferes Hoch, wo ich aggressiv gesagt habe, das riskiere ich. Ja, ich sage schon mal vielen Dank für das Feedback im Chat. Ich kriege ja sehr, sehr schöne Rückmeldungen von euch. Das freut mich natürlich irre und ist schöne Motivation, hier weiterzumachen. Das Webinar ist auch angenehmerweise sehr gut besucht für diese Tageszeit. Nächstes Mal wird es wieder 18 Uhr sein. Ist, denke ich, doch angenehmer für die meisten von euch. Hat mir irre viel Spaß gemacht. Liebe Leute, liebe Trader, die es noch werden wollen, ich freue mich schon auf nächstes Mal. Hoffe, ich konnte da das ein oder andere rüberbringen, wie ich mir die Dinge denke, vorstelle, plane und korrigiere. Wer schon etwas länger dabei ist in diesem Business, in diesem äußerst spannenden, unterhaltsamen Business Trading, der weiß, dass hier eigentlich die schöne Sache am Trading, die ist, dass man eigentlich sich kreativ extrem austoben kann, extrem experimentierfreudig sein kann und das eigentlich belohnt wird, wenn man Umwege geht, anstatt versucht direkt auf ein Ziel loszugehen, auf Biegen und Brechen. Und das ist eben, da soll diese Webinarserie ein Beispiel sein, wie man zum Ziel kommen kann, auf Umwegen, die einfach dann die ein oder andere Idee in Erleuchtung bringen soll. Und das versuche ich jetzt einfach schneller als gedacht mit Echtgeld umzusetzen. Werde mir da in den nächsten Tagen noch den Kopf zerbrechen, wie das optimal läuft. Und lasse euch dann die Informationen zukommen. Freue mich dann auf das nächste Webinar, was in 2, spätestens 3 Wochen stattfinden wird, wenn schon genug Echtgeldtrades bereits wieder gesammelt wurden. Ja, danke fürs Feedback. Freue mich sehr, dass es euch gefallen hat. Freue mich auch schon wieder auf nächstes Mal. Wünsche euch jetzt einen schönen verdienten Feierabend, knapp vor 20:15 Uhr. Ja, nochmal dazu sagen, wenn ihr nicht ohnehin bereits Mitglied seid von brokerdeal.de, dann vergesst nicht, euch da anzumelden, weil es einfach ja, Vorteile ohne Nachteile sind. Und wer noch nicht dabei sein sollte als Mitglied oder im Newsletter, der und nichts verpassen möchte, der sollte dann sich auch in den Newsletter eintragen. Ich poste mal kurz die Adresse noch rein. Und dann war's das von mir. Hat mich gefreut, hat mir Spaß gemacht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.